Hallo meine Lieben, da ist eure Yonanda. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Heute zu einem kleinen Blaupäuschen. Und ich bin mal gespannt, welche Energie uns hier und jetzt zur Verfügung steht. Schön, dass ihr alle wieder da seid, hier seid und mit uns seid. Und herzlich willkommen auch alle neuen Zuschauer. Fühlt euch wohl in unserer Community. Und ich bedanke mich auch ganz, ganz lieb für alle Likes, lieben Kommentare und natürlich für alle Abos, die ihr mir da lasst und damit zu unserem Wachstum beitragt. Heute geht's los mit dem Crystal Vision Tarot bei Jennifer Galasso und wir fragen die Crystal und wollen erstmal sehen, welche Energie steht denn hier und jetzt genau in diesem Moment zur Verfügung? Welche Energie hat uns was zu sagen? So, hier ist eine liegen geblieben, die legen wir auf die Seite und du denkst an deine Situation, was dir wahrscheinlich nicht schwerfällt, weil wenn man so ein Thema hat, ne, vor allen Dingen, wenn es so in der Liebe ist, da denkt man ja zumeist an nichts anderes. Ne? So, Paragraph 1, jeder fühlt seins und es geht hier um die Vier der Kelche. Die Vier der Kelche ist so ein bisschen so eine Karte von, ist eigentlich so eine Verdrusskarte und die zeigt oftmals so eine leichte Unzufriedenheit. In diesem Deck jedoch schaut dieses Wasserwesen, dargestellt als, ja, es sieht so ein bisschen meerjungfrauenhaft aus. Ne? Sie schaut auf einen großen, großen Kelch, der sich direkt vor ihr erhebt. Und sie hat ihn genau gesehen. Ne? Und hinter ihr stehen drei Kelche, die sie schon hat. Es ist also eine weitere Möglichkeit. In der herkömmlichen Darstellung der Karten ist es ja eben oftmals so, dass ein Kelch gereicht wird, den man aber gar nicht sieht. Und man betrauert oder bedauert das, was man hat, was einem aber irgendwie nicht so wirklich was gibt oder nicht zufriedenstellt. Und aber auch Tarot verändert sich. Ne? Tarot breitet auch seine Flügel aus und die Bildsprache ist in allererster Linie entscheidend. Und wir sehen hier, dass sie den Kelch sieht. Sie träumt sich sogar regelrecht in diese Energie hinein. Ist es vielleicht das, was sie gerne hätte? Ja? Das ist eine Energie mit der 6 der Münzen, ja, von der sie das Gefühl hat, das trägt zu ihrem Wohle bei, zu ihrem Gleichgewicht, zu ihrem Glück. Ne? Und es ist hier vielleicht auch etwas, was sie gerne ernten möchte. Wir sehen hier eine Person, die pflückt Früchte in ihr Körbchen. Und die 6 der Münzen, das ist die Kraft von Geben und Nehmen. Die erzählt auch von dem Gleichgewicht der Kräfte. Und wir sehen, dass sie hier sehr viel bekommt. Ne? Und sogar die Vögelchen füllen ihr Körbchen noch und helfen ihr bei der Ernte. Und bei mir kommt deutlich rein, jetzt mal auf dich umgelegt, es zeigt sich dir hier eine Möglichkeit, ein neuer Kelch. Und in Kelchen, da sind immer unglaublich viele Gefühle drin. Es geht hier vielleicht darum, ein Gefühl zu erfahren. Und das ist etwas, was du jetzt haben könntest. Du wirst sogar unterstützt, um es zu bekommen. Also ein völlig neues Gefühl offenbart sich hier. Und du siehst es auch. Interessant ist, dass sie hier nicht nach dem Kelch greift. Sie sieht ihn und sie betrachtet ihn. Ja, also ist die Möglichkeit, Gefühle zu erfahren und sie hätte auch den Kelch anscheinend gerne. Ja, hier wird geerntet, sie ist dabei zu sammeln und dieser Kelch könnte eine Kraft sein, der vielleicht ihr Gefühlsleben, das, was sie fühlt, in Ausgleich bringt. Aber sie sinniert hier noch. Ja, ist es der richtige Kelch? Will ich das wirklich haben? Sie weiß ja auch zu schätzen, was sie bereits hat. Es geht hier vielleicht ein Stück weit darum, auf was du dich einlässt. Die Möglichkeit, dich auf ein völlig neues Gefühl, was auch ziemlich offensiv ist. Also dieser Kelch ist nicht zu übersehen, ob du dich darauf einlässt. Du könntest es haben. Du wirst sogar unterstützt, es zu kriegen. Und es könnte zu deinem Gleichgewicht beitragen. Das ist schon mal sehr spannend. Da kannst du jetzt für dich schauen, was fühlst du denn gerade? Und welches Gefühl ist neu? Auf was könntest du dich einlassen? Was dich den Karten nach bereichern würde, weil es hat dir was zu geben. Ja? Ein völlig neues Gefühl hat dir was zu geben. Es könnte ins Körbchen geerntet werden. Ne? Und schauen wir noch mal, welche Rune oder welches Symbol sich da drauf legt.
Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Sie träumt sich hier auch in dieses Gefühl hinein. Also mir kommt deutlich rein, sie hätte es gern. Und jetzt haben wir hier auch noch die Maidalnuss. Die steht auch für die Träumerei. So, jetzt wird das Bild klarer. Sie träumt hier von etwas oder jemandem. Sie träumt sich in dieses Gefühl hinein. Und sitzt aber oder liegt auf einem großen Felsen. Sie könnte da tiefer gehen, aber bisher ist es ein Traum. Bisher ist es ein Traum und mit einer Münzenergie könnte der aber Wirklichkeit werden. Es ist hier definitiv etwas, was sie haben kann. Und sie, das bist in diesem Fall du, ne? Weil es geht hier um dich als den Zuschauer als solches, egal ob du männlich oder weiblich bist. Die Möglichkeit, ein Gefühl zuzulassen, es zu greifen, es wirklich zu ernten, ne? Es zu pflücken, sogar Unterstützung zu bekommen, um es zu erleben, ja? Und zwar nicht nur auf der Traumebene. Und mit der Maidalnuss wird im Moment davon geträumt. Ne? Also das hört sich schon so nach einer Energie in der Liebe an, ne? Oder etwas, wonach du strebst, was dein Herzlein begehrt. Ne? Schau mal, ob es etwas gibt, was so hinkommt. So, jetzt schauen wir erstmal, welche Energie geht denn raus aus deinem Feld? Das ist ja dann demnach eine Energie, die ganze Zeit da war und die sich aber jetzt aus der Gegenwart verabschiedet. Welche Energie geht raus? Oh, die zwei der Kelche. Das ist natürlich eine Karte, wo zwei sich was zu sagen haben. Sie wird auch als Karte in der Seelenliebe gedeutet. Das ist eine Begegnung. Und die Karte steht auch für Frieden und Harmonie. Es ist hier etwas, wo du wirklich auf der Traumebene bleibst. Du denkst hier vielleicht an jemanden, du träumst von jemandem. Aber du lässt den Gedanken, dass das was werden könnte, tatsächlich los. Hättest aber es eigentlich gerne im Körbchen. Du würdest eigentlich hier gerne in die Ernte gehen. Es kommt mir so rein, die Kraft von, ach, es ist so ein schöner Traum, man würde am liebsten gar nicht aufwachen. Es ist viel zu schön, um wahr zu sein. Na, also es ist so etwas, was du immer wieder über Bord wirfst, weil du das Gefühl hast, das kann nicht ins Irdische kommen. Jedoch mit der 6 der Münzen ist es etwas, was du haben könntest. Achtung, Triggerwarnung, ja? Fühlt genau in euer Thema rein, weil wenn jemand gerade hier in einem Loslassprozess ist, bedenke, das ist eine kollektive Kartenlegung. Ich will es an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Ne? Also fühl da wirklich ganz genau für dich rein und wenn du merkst, du hast dich hier in einem schönen Traum oder einer schönen Illusion hingelegt, ne? Du hast dich da so hingelegt und dich in so ein schönes Träumchen reingeträumt mit der Traumnuss. Und du bist gerade dabei, das loszulassen und das tut dir gut, wieder aufzuwachen, dann mach das auf jeden Fall. Ne? Und bei anderen kann es tatsächlich so sein, dass hier vielleicht auch eine unverhoffte Ernte ansteht. Die steht ja schon im Feld, die steht ja jetzt an. Es kann auch sein, dass etwas, wo du nicht mehr mit rechnest, in der Liebe jetzt geschieht. In dem Moment, dass die Kräfte sich überschneiden, du hast es eigentlich gerade losgelassen und zack, steht jemand vielleicht vor der Tür. Wir schauen erst nochmal, welche Rune rausgeht. Welche Rune? Oh, da haben wir zwei. Du lässt hier auch das Schicksal los. Ne? Also du hattest hier vielleicht wirklich dieses Träumen in eine Richtung gerichtet. Also du hast von jemandem geträumt. Ne? Dein Träumchen galt einer anderen Person. Du bist dieser Person vielleicht auch schon längst begegnet. Du kennst die Person. Du hast diese Begegnung als sehr schicksalhaft empfunden. Und bisher ist alles ein Traum geblieben. Ne? Ein Traum in einem Traum in einem Traum. Und du lässt hier auch die Rune Gebo los. Ne? Das ist die Gabe. Das ist, als ob diese Begegnung dir auch was zu geben hatte. Und das war auch wie ein Geschenk für dich. Und du bist aber in dieser Träumerei geblieben. Also es kommt bei mir so rein, dass diese beiden sich begegnet sind, dass die sich auch kennen, dass das Ganze auch wie so eine Fügung ist, schicksalhaft.
Und du würdest eigentlich gerne diesen Kelch haben, zierst dich aber auch so ein Stück weit, weil du auch einfach zu schätzen weißt, was du hast. Und hältst es gar nicht für möglich, dass da hier im Irdischen was geht. Aber hier liegt eine Erdenenergie drin, etwas, was du bekommst. Jedoch hast du die ganze Sache schon so weiterfließen lassen. Du hast es wieder losgelassen, was sich aber in diesem Moment, wo ich die Energie fühle, nicht schlecht anfühlt. Weil bei einigen kann es wirklich sein, dass in dem Moment, wo ihr gesagt habt, okay, ich hake's ab, dass da die Frucht ins Körbchen fällt. Ne? Weil wir haben hier himmlische Hilfe. Ihr wisst ja, die Vögel vermitteln auch zwischen den Kräften Himmel und Erde. Die können nämlich sowohl in den ätherischen Reichen unterwegs sein, die Vögel sind auch den Engelenergien sehr nah, als auch im Irdischen. Ne? Wenn die am Boden sitzen, ihre Körnchen picken, sind sie auch der Erde sehr nah. Und sie können eben auch dazwischen unterwegs sein. Und hier, ja, hier kommt so ein unverhoffter Segen und hier werden Früchte geerntet. Vielleicht in einem Moment, wo du überhaupt nicht mehr damit rechnest. Ja? Und jetzt wird es spannend, welche Energie nimmt Fahrt auf. Oh, also jetzt ist es aber deutlich, ne? Die Liebenden. Also hier kommt die Liebe in dein Leben. Die Liebe fällt dir ins Körbchen. Und zwar, ja, ich sag's wieder bei einigen, ne, Achtung, Triggerwarnung, bei einigen, die da nicht mehr dran geglaubt haben, die es eigentlich für sich abgeschlossen haben, die beschlossen haben, ich lasse dieses Schicksal los, es ist so schön, um wahr zu sein, es wird für immer ein Traum bleiben. Jetzt kommt hier die Liebe rein. Ha, die Liebe fällt ins Körbchen. Das sind tolle Karten. Also, ich sage dann immer in solchen Momenten, gelegt, gesehen und vergessen, damit es auch passieren kann. Oh, da haben wir noch hier die Sovilo. Und zwar kommt hier die Liebe mit der Kraft der Sonne, ne, in dein Leben. Ist das schön? Also hier ist etwas gar nicht hoffnungslos und hier ist etwas gar nicht nur ein Traum. Hier will ein Traum gelebt werden. Und zwar ein Traum, von dem du dachtest, es ist besser, dieses Träumchen zum Schäumchen werden zu lassen. Ne? Ein Träumchen vom Träumchen und dem Schäumchen. Gell? Also wir haben ja hier noch eine Zusatzkarte. Und da haben wir die 5 der Stäbe. Das heißt, hier gibt es Reibung. Die 5 der Stäbe, das ist die Karte der Herausforderung. Und die Liebe wird dich hier herausfordern. Ha! Weil plötzlich ist es nicht mehr nur ein Traum. Hier kommt was auf dich zu. In diesem Sinne, ihr Süßen, lasst euch die Legung runtergehen wie Öl. Das sind ja die allerbesten Karten überhaupt. Und ich schneide morgen wieder rein. Morgen ist Donnerstag, morgen gibt es den Stammtisch. Um 21.21 Uhr, sofern die Technik mir mein Video hochjagt, ne? Ihr wisst ja, es hat sich vielleicht rumgesprochen, ich habe im Moment ein bisschen Probleme mit den Uploads. Ihr könnt jetzt vorbestellen. Vorbestellen bedeutet, für die, die es noch nicht wissen, klingt euch einfach energetisch ein. Ihr wisst, morgen gibt es ein Liebesorakel, das große Seelenpartner-Gedöns-Platt, ne, hier am Stammtisch in unserer virtuellen Dorfkneipe. Und da könnt ihr ganz einfach sagen, ich bestelle mir eine Botschaft übers Yonandachen und dann wird schon irgendwas dabei sein, was euch was zu sagen hat. Und im passenden Fall passt natürlich die Legung von vorne bis hinten. Ich bin schon gespannt, was morgen so für Energien im Raum stehen. Und wir beobachten ganz einfach weiter. 21.21 Uhr, wer möchte es, im Live-Chat. Wer nicht, kann den auch einfach wegklicken. Und ich würde mal sagen, wir haben ein Date. Ne? Wenn man schon sonst keine Dates hat, ne? Also wir haben eins, jeden Donnerstag. Bis dahin, lasst mir gerne ein Abo da, ein Like oder einen lieben Kommentar. Bye bye, tschüss, euer Yonanda T. Fö.